Hallo zu Leute heute. Leni Klum hat sich von ihrer Mähne verabschiedet. Mit ihrer neuen Frisur ist sie gestern bei einer Parfumpräsentation in Berlin aufgetaucht. Und wir haben gesehen, auch andere Mütter haben hübsche Töchter. Hier eine kleine Duftprobe. Diese Instagram-Generation kann sich vermutlich nicht mehr an Rex Gildo erinnern, der 1999 gestorben ist. Wie jetzt bekannt wurde, sollte er heiraten, um der Öffentlichkeit zu verheimlichen, dass er homosexuell war. Verraten hat das die Frau, die seine Braut hätte werden sollen. Die Kinder von Prinz Joachim verlieren ihre Titel als Prinzen und Prinzessin. Königin Margrethe von Dänemark hat beschlossen, dass alle vier Enkel ab Januar 2023 nur noch die Titel als Grafen bzw. Gräfin von Montpensier tragen sollen. Das ist nicht unüblich, auch andere Königshäuser haben ähnliche Anpassungen vorgenommen. Weitere Leute heute. In Paris gab es noch etwas zu feiern. Topmodel Cara Delevingne hat mit der Luxusmarke Karl Lagerfeld eine Modelinie entworfen. Das Besondere daran, die Kollektion ist geschlechterübergreifend. Ihr und Stefanie Giesinger steht es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Als Mutter kann man sich nicht vorstellen, dass jemand das Sorgerecht für sein Kind abgibt. Aber Hayden Panettiere sagt, sie hatte keine Wahl. Sie musste ihre Alkoholprobleme und Depressionen in den Griff bekommen. Daher hat sie ihre kleine Tochter zu ihrem Vater Wladimir Klitschko geschickt. Und dieser Schritt nagt stark an ihr. Lang Lang, der Pianist, hat uns verraten, warum er seinem Sohn nicht das Klavierspielen beibringen will. Dabei ist kaum einer so gut und erfolgreich wie er. Gleichzeitig möchte er andere junge Leute zum Spielen bringen und arbeitet dafür jetzt mit dem Mickey-Maus-Konzern zusammen. Ich kann den Flohwalzer. Das war's von uns, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich melde mich morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.